Spaß, 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 Spaß. Dö, dö, dö. Dann geht das Gleiche nochmal rückwärts. Wir sind wieder da mit Stardew Valley im Multiplayer mit Suki. Und hallo. Und Badrak. Ja. Kannst du nicht warten, bis Suki Hallo gesagt hat? Nein. Suki muss uns auch immer warten. Gut. Ihr solltet euch das wenigstens ein Haus vergrößern lassen, dann habt ihr wenigstens ein Doppelbett, habt ihr mehr Platz. Ach, was ist schön. Wir brauchen nicht so viel Platz. Ich will einen Fischeintopf machen, aber dafür brauche ich einen weißen Thun. Was willst du? Thun. Ich weiß, dass ich schon bald nicht mehr zu fangen sind. Tut mir leid, dass es so spontan kommt. Könntest du mir einen fangen? Auftrag annehmen, ja. Fang mal einen Thun, Murphy. Du bist doch hier unser Fischer. Weißer Thun? Ja. Ich habe keine Angel gerade. Was willst du tun? Suki, kannst du mal einen weißen Thun holen gehen, bitte? Ich kann es versuchen. Das wäre sehr lieb, wenn du das tun könntest. Ja, kann ich tun. Warum habe ich hier meine Bambusstange noch dabei? Die brauche ich doch gar nicht. Und warum sollte ich das nicht so sagen? Ich habe genug Käse da. Das wird nicht reichen. Alles Käse. Geh mal gucken, ob der Typ was Gutes zu verkaufen hat. Clint Eastwood hat heute Geburtstag. Radieschenkugelfisch, geröstete Haselnüsse, wilder Meerrettich, Lachsbeere, Batterie, Obstsalat, Tulpe, Wein, Widerhaken, Totenkopfposter und eine Sammlervogelscheuche. Dafür gebe ich jetzt gerade kein Geld aus. Aber nichts, was wir brauchen? Nein. Nein, 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 nein. Können wir nicht aus dem Obstsalat das rauskratzen? Ja, eben. So ein Stück Apfel rauskratzen, das muss doch auch reichen. Willst du die Junimus verarschen? Willst du das wirklich? Wir können dich danach gerne so viele Äpfel abholen, wie sie wollen. Kein Problem, habe ich kein Problem mit. Ich glaube, ich kaufe einfach mal bei Pierre jetzt schnell einen Baum, einen Sommerbaum, damit der über das Frühjahr wachsen kann und dann im Sommer, Anfang des Sommers Früchte trägt. Ja. Auf zur Stadt. Erstmal gehe ich mir meine Hacke holen. Ho, ho, ho. Kupferhacke. Ich könnte sie vielleicht doch gleich noch auf Eisen machen, aber mal gucken. Wer hat das ganze Geld ausgegeben? Ich. Warum? Okay. Hast gerade einen Rabbit gekauft. Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Ey, wenn wir jetzt keinen Rabbit bekommen, aber das Geld weg ist, ich sag's dir. Ich kann nicht mehr hier rausgehen. Er wollte uns einen echten Hasen zeigen. Hallo? Apfel wächst halt erst im Herbst dran. Das ist richtig nervig, aber wir brauchen Apfel. Ich bin da wieder da. Okay. Wir brauchen irgendeine Baumfrucht für das eine, aber Apfel brauchen wir sowieso. Ja, aber Apfel ist keine... Wir brauchen drei Äpfel noch für das... Apfel ist aber Sommer, ne? Apfel ist Herbst, das ist das Problem. Das ist das Problem. Genau, deswegen kaufe ich jetzt einen Orangen oder Pfirsich. Ich kaufe einen Orangen. Weil dann können wir uns dann später einen Apfel kaufen, weil wir dann ja das Dings haben. Ja. Das ist das Einzige, was uns noch fehlt, oder? Ja. Fürs Gewächshaus, ja. Der Wartung ist beigetreten. Sag mir bitte, dass wir jetzt ein Kaninchen haben. Ich werde gleich nachgucken gehen. Ansonsten muss ich leider cheaten. Sehr gut. Das heißt Brimello. Okay. Also ich überlege gerade, wo wir unsere Obstplantage machen. Ich würde sagen, wir machen die hier so. Hier unter dem Ding. Was hältst du davon? Ich würde sowieso keine große Obstplantage machen. Unser einer Obstbaum. Plantage. Du kannst Obst in anderen Bäumen machen. Setzen da einfach in die Ecke, da wo du jetzt stehst gerade. So. Bam. Obstbaum.
Damit da unsere Obstplantage. Vielleicht will ich aber eine Obstplantage, ja? Dann macht ihr deine eigene Farm. Das ist meine eigene Farm! Okay. Ah. Suki, das ist gar nicht lustig. Doch. Das ist traurig. Nein, das ist witzig. Bitte. So, wolltest du nicht eigentlich in Nimbi gehen und die ganze Zeit farmen, damit du das. Ja, wollte ich. Da kriegst du dann Nimbi Bomben mit. Dann bombt die von der Ebene 100 hoch. Nee. Bomben, Bomben, bam, bam. Ich wollte eigentlich erst noch zu. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr meine Hacke noch weiter verbessern. So. Das ist ja gar nicht mehr da, drin. Da kannst du es natürlich auch machen. Ja. Ein Zug fährt durch das Sternentautal. Warum höre ich den hier in der Kaliko-Wüste? Keine Ahnung. Ich meine, ich könnte mich auch einfach Ebenen runtersetzen mit Hilfe der Konsole. Ich selber schieben. Eben. Das macht man nicht. Richtig. Verstehe ich nicht, warum nicht. Finde ich langweilig. Aber ein Iridium-Erz bekommen, das ist schon mal gut. Noch ein Iridium-Erz. Hallo, kleiner Schleim. 40 kriege ich für den Edelstein, super. Ja, für Emeralds und. Ja, noch das war ein Aquamarin. Emeralds und Rubine kriegst du 80. Ah, okay. Und für Diamanten 150. Ich damit leidest du langsam Erfahrung ein bisschen. Erfahrung, verstehst du? Ja, deswegen habe ich den Witz gemacht. Ich brauche einen Schacht. Dann guck da, wo viele Dinger sind, setz eine Bombe. Das ist eine gute Idee. Ja, da zum Beispiel deine reinsitze. Die Großbomben müssten eigentlich mehr als nur Reichweite haben. Ja, aber kein Schacht. Ja, aber haben. Stimmt. Aber kriegst halt auch nur für diese Steine hier. Ja. Aber Diamanten, hallo. Und? Der oben bringt glaube ich nur 16. Iridium-Schleinze. Ja, Iridium-Schleinze. 16, ja. Aber besser als 3. 3. Sag 150. Ja, sag ich ja. Hast du nicht gesagt 80? Für Rubine und Smaragde und Diamanten 150. Okay. Und Diamanten kriegst du am meisten. Du müsstest dir einfach eigentlich nur so eine ganze Ebene voll mit Diamanterz voll spawnen. Ja, dann kann ich mir auch gleich die Erfahrungspunkte geben. Ja. Aber das würdest du nicht tun. Das stimmt nicht. Okay, reicht. Du würdest das tun. So, einmal Wurzelplatte essen. Wer von euch macht denn da gerade Geld? Ich nicht. Suki verkauft Sachen. Ja, also, hast, ach, du hast die gleich verkauft. Ja. Okay. Suki ist auf Money aus. Ich hoffe übrigens, das Problem dabei, dass Suki heute da ist, ist, Suki ist nicht im Stream und guckt, ob der Ton stimmt. Ich hoffe, dass unser Ton soweit in Ordnung ist. Oh, da kommt irgendwo gleich eine. Oh. Zwei. Ich trau dich raus. Nein, niemals. Sag der Richtige. Ich bin nicht so oft aufgegangen. Nein. Drei oder vier Mal. Innerhalb eines halben Jahres. Ich finde den Satz, ich bin drei oder vier Mal innerhalb eines Jahres draufgegangen, eines halben Jahres. Das klingt schon sehr lustig. Das war weniger lustig.
Ja, aber mehrmals draufgehen klingt schon irgendwie. Ist der jetzt ein Zombie? Wahrscheinlich. Bist du ein Zombie? Ich glaube nein. Nein, wir haben immer noch. Das Foto verstehe ich auch nicht. Ist das ein schönes Foto? Ich weiß nicht, was das. Ja, das ist anscheinend nur ein Foto. Was wollte uns der Entwickler dieses Spiels damit sagen? Foto. So Leute, selbst wenn ich hier heute nicht. Es ist nicht wirklich viel Glück, ne? Mein Level 10 bekomme, oder Level 9, so. Es ist trotzdem ziemlich gut, weil ich halt. Also auf Ebene 25 komme ich heute nicht mehr. Dazu finde ich zu wenig Schächte. Aber vielleicht habe ich morgen ja mehr Glück. Versuch dasselbe Glück nochmal, okay. Ich habe wieder eine Secret Note gefunden. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimern gefunden. Linus? Wahrscheinlich. Stand keine Unterschrift drunter. Haley. Wahrscheinlich. Pam. Kent, der rennt doch immer früh rum. Ja, aber ich weiß nicht, ob der das kennt. Aua. Ja. Es ist schön, wie ihr Schmerzen leidet hier. Wo ist denn mein? Das Vieh will einfach nicht anbeißen. Kein Tuner? Kein Wasser tun? Alles andere ja. Aber das Vieh nicht. Bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Ja. Ich will nicht sagen, dass nur noch zwei Steine übrig sind, wenn das jetzt nicht die Leiter. Okay, der vorletzte Stein war eine Leiter. Hast du letztens wenigstens auch noch kaputt gemacht? Ja, natürlich. Um zu gucken, ob das ein neuer Schacht ist? Ja, oder halt noch eine Leiter. Aber ja, tatsächlich habe ich das gut. Die halten einfach übermäßig viel aus, diese lilanen Schleimse. Ja, aber sie können. Ich hab einen! Sehr gut, dankeschön. Gerne. Oi, wie ich einfach Schaden genommen habe, aber der Schleim einfach nicht gestorben ist von der Explosion. Explosion! Oh, ich habe einen Diamant gefunden. Sehr gut. Den da wollte ich nur kaputt haben. Sonst sind mir nicht genug Steine, dass ich das lohnen würde. Ich werde bis 22 Uhr machen wahrscheinlich und dann. Jo. Oh nee, ich hasse diese Ebenen. Mumien-Ebene. Du kannst die Mumien zumindest killen, wenn du sie runtergehauen hast. Ja. Weil du Bomben mit hast. Und. Ah. Und noch eine Ebene. Und. Ah. Scheint wieder ein Minen-Update, weil die Minen-Farm sind wieder voll bei mir. Ja, ich glaube, Multiplayer füllen die sich ab und zu auf. Lauf. Nee, noch ein WLAN. Im Flan. Jetzt geht's. Ja, zurück ins Sternentautal. Also ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Auch ein paar nützliche Sachen. Der Bardock ist beigetreten. Na Mensch. Extended Minecart war auch noch eine schöne Mod. Konnte man direkt auf die Farm fahren? Ja. Vor allem konntest du auch in die Wüste fahren. Hast die 500 Dollar Münzen gespart. Mhm. So, gucken wir mal. Was ist denn da oben?
Was? Die drei Striche da. Anderes Bonus. Ach so. Durchs Essen. Ah. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. Haben wir noch irgendwas? Fox muss jetzt noch alles sortieren. Eben. Naja, nicht alles, aber ein bisschen was. Ich höre gleich auf, Leute. Ich weiß schon. Das, 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 das und das. Oh, 5. Wir haben ein Iridium mehr. Na Mensch. Ich werde morgen früh sortieren gehen. Bis 10 habe ich ja Zeit und dann ist Pam wieder da. Ja. Ich habe doch hier noch Wasser drin, oder? Ja, bestimmt. Foraging Level 6. Nice. So. Fischen Level 4. Nice. Fox Level 2. Was? 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 Tja. Tut. Du musst auf den Knopf drücken. Suki ist 10.000 Schritte gegangen. Woo. And I would walk 10.000 Paces. Was? Paces? Ja, schon mal. Achso, ich hab's auf Deutsch, von daher. Ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass die Kiste nicht mehr hier vorne ist. Ja. Dauert nicht mehr ran. Pech, meine Kiste. Du gehst jetzt nochmal in die Höhle, ne? Ja. Dann guck mal hier nochmal, warte mal, guck mal hier. Ich muss einfach in die Kiste rein. Ja. Ach, Bomben. Okay. Ja, heute ist richtig bad luck. Naja, nicht ganz bad luck, ja, aber. Dann musst du die Bomben wohl brauchen. Und steht da. Du fühlst dich heute gar nicht glücklich. Schnüff. Ich soll eine Mine so. Ich hab jetzt noch so. 3 Secret Notes. Langweilig. Das ist. Oh Mann, das ist in der Wüste. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Da muss ich auch hin. Kannst du mitkommen? Wir könnten gemeinsam in die. Ja, nee. Großen Truppenausflug. Nee, wenn du wegfährst, wirst du die Zeit nutzen. Well. Ich habe noch 2 Stunden Zeit, was mache ich jetzt in den 2 Stunden? Keine Ahnung. In der anderen Mine rumrennen? Nee, das lohnt sich nicht. Ich würde ja sagen, cheaten und mein Glück hochstellen, aber abgesehen davon, dass nein, habe ich die Mod nicht mal installiert. Schon wieder eine Iridium nicht. Mensch. Sollten wir wieder Hartholz gehen. Ich habe schon die Hälfte von Level 10 für Sammeln. Da freue ich mich halt richtig drauf. Ja. Hast du schon irgendwas auf Level 10? Ja. Farm. Hofarbeit. Ja. Ich habe Minenarbeit auf Level 8,5 ungefähr und Sammeln auf 10,5, Fischen auf 5 und Kampf auf 7. Sehr gut. So, Pam, beeil dich. Dankeschön. Hurra, hurra. Die Pam, die ist gleich wieder da. Bin auch noch pünktlich da. Anstellen hinten. Witzig. Dann gehe ich erstmal unten den Schatz holen und dann komme ich mit rein, dann kann ich mich ums Kämpfen kümmern. Du kannst dich ums Meinen kümmern. Na, das will ich doch meinen. Aber ich muss noch eine Kaktusfrucht mitnehmen. Brauchst du welche? Na, ich brauch's zu essen. Mhm. Ich setz aber auch mal welche ein. Die Kürbis, die Kakteen bringen nichts, aber. Nee, nur die Kaktusfrüchte. Die Kokosnüsse bringen nichts, ja. Die Kaktusfrüchte bringen was. Na Mensch, ein Strange Doll. Ja, ein goldenes Relikt. Das goldene Relikt bringt zwar 250, aber ist mir jetzt zu viel Platz. Strange Doll kann ich auch wegschmeißen. Ja. Nein, jetzt bring ich 1000. Ich nehme es auch nicht. Ich kann es immer wegschmeißen, wenn ich jetzt keinen Platz habe. So, hast du Kaktusfrüchte? Beide, zwei, ja. Das warte mal, ich komme gleich. Ich habe auch noch eine für dich. Naja, ich habe mir zwei hier eingestellt.
Ah ja, warte mal, hier. Warte mal. Bleib mal stehen. Gold oder normal? Gold. Sehr gut. Ich habe auch noch, hier lohnt sich's gerade nicht, das ist zu klein. Das lohnt sich nur, eine Bombe zu schmeißen. Oh Gott! Send help! Ich geh raus! Warte mal, bleib draußen. Oh Gott! Mine verlassen. Wenn wir jetzt beide die Mine nochmal gehen, es bleibt die gleiche. Ja, wir müssen vielleicht nochmal ganz rausgehen. Ja, okay, ich gehe mal auch komm mit. Oh Gott. Das war unfair. Wie viel Essen hast du noch? Das passt schon. Ich gehe raus, wenn es mir zu viel. Ich habe noch 5 so eine Dinge. Ah, das war neu. Jetzt ist neu. Okay. Ja, das habe ich bekommen. Ja. Wie ist dein Glück? Deins ist rot, ne? Meinst du es nur so? Vielleicht liegt es daran, dass auf einmal so viele Viecher gespawnt sind. Ja, vielleicht sollte ich als erstes runtergehen, um es nachzuspawnen. Ich habe ein bisschen besseres Glück. Natürlich. Im letzten. Ich sag mal, vielleicht sollte ich zuerst runtergehen, um zu spawnen und du so. Nö, ich gehe als erstes. Hier ist nichts. Ja. Ach, hier ist doch wirklich gar nichts. Die Ebenen sind mir die liebsten. Oh mein Stuhl, ne? Oh. Geister? Wieso gibt es Geister in der. Schon immer. Die sind aber noch ein bisschen stärker als die normalen Geister. Kannst du immer eine Bombe legen? Ich weiß nicht, ob die von. Nein, aber weil die folgen uns halt, weißt aber du? Aber wir kommen hier gleich durch dann dadurch. Oh. Achso, wir können da so vorbeigehen. Eben. Außerdem will ich die Ehe kaputt machen, weil erstens ist Golderz und zweitens Erfahrungspunkte. 18 Erfahrungspunkte. Ah, hier ist noch Emerald. Sehr gut. Nehme ich. Gekauft. Och nein. Mumie? Ja. Soll ich machen? Nein, kümmere dich um den Emerald, wir machen den Weg frei. Ich halte ihn irgendwie einfach. Wir gehen einfach nicht da runter. Ich wette, da oben ist dann die. Da unten ist die Treppe. Und wenn ihr uns nicht sieht, dann lässt ihr uns ja auch in Ruhe. Aus den Augen was gesehen, ja. Guck mal da, schon rein da. Sehr gut. Schuhe. Emerald. Thermalschuhe. Ja. Kannst du Suki geben? Ich glaube, die sind besser als die, die sie hat. Das sind die Galaxy Boots. Ah, nein, dann sind sie nicht besser als die, die sie hat. Eva! Der ist tot, untotbar. Ah, guck mal hier unten. Da, schau mal, der sieht gut aus. Nein, ich wollte. Und hier ist noch ein Emerald. Ich wollte dir eigentlich die Wurzelplatte geben, aber egal. Ja, das wusste wäre schon schön. Warte mal hier, komm mal her. Level aus, muss ich können. Ja. Könnten wir heute sogar noch schaffen, wenn wir so eine guten Sachen wie dies hier finden? Hier oben lohnt sich vielleicht eine Bombe. Ja, hab ich hier. Ist das eigentlich zufällig bei einem Loch, wie weit man aufhält? Ja, 5 bis 10 glaube ich. Ja, aber auch für uns gleich. Das weiß ich nicht, das hoffe ich doch mal. Ich hoffe, dass es mit dem Loch generiert wird und nicht mit dem Durchfallen. Hinten ist nichts. Aber das wäre sonst sehr kacke. Hier links kannst du noch eine Bombe setzen auf die Schienen. Ja. Und die Käfer hier so, nö. Sterbt man nicht. Noch eine Bombe setzen. Nee, das lohnt sich nicht. Hier rechts los ist das. Hier ist ein Schacht. Wir probieren es aus, Marvin. Okay. Ich spring rein, hineinspringen. Ich bin 3 Ebenen gefallen. 4 Ebenen. Okay, das heißt, ich muss jetzt eine Ebene runter, um zu dir zu kommen. Du kannst mir mal alles clearen dort. Ah, kann ich nicht. Warum nicht? Mumien. Ich bin Mumien. Ich bin Mumien. Ich kann nicht.
Keine Geister töten. Die Ebene sieht ähnlich aus wie die, die wir gerade hatten. Witzig. Oh. Die droppen Omnigeon, das ist ziemlich praktisch. Ja, das ist voll gut. Die Ebene sieht wirklich fast aus wie die Ebene, die ich gerade hatte. Ah, Treppe, dankeschön. Ich bin da. Genau. Würde Mumien. Komm am besten durch einfach an Mumien vorbei. Gleich. Die muss ich kurz töten hier. Hey! Erst noch eine Wurzelplatte essen. Ich habe noch zwei Wurzelplatten, falls du noch was brauchst. Ich habe noch einen, gar keinen gegessen. Okay. Ich muss. Ah, jetzt habe ich nur noch eine, aber ich musste zwei essen. Ich esse mal einen. Ich hab noch ein bisschen was essen da. Achtung, Mumien. Geh einfach vorbei. Da hinten ist auch noch eine Mumie, aber. Gibt's ja noch irgendwas, was sich lohnt? Nee. Also Treppen suchen. Ja. Ich finde das gut, dass man gemeinsam her kann. Ich meine, ich könnte schon eine Treppe bauen. Also was man halt immer machen kann, ist halt auch 990 doch. Steine und dann. Okay. 7 Level. 5 Ebenen. Warum fällst du so viel mehr als ich? Und eine Monsterebene. Minno, ich höre. Auch so Monsterebene. Monsterebene gemeinsam wäre super gut gewesen. Ja. Aber ich habe einen Inkriegium-Ass gefunden. Hier ist halt gar nichts. Ich fange einfach schon mal an, alles abzubauen. Ich weiß nicht, ob du zwei Ebenen noch so schnell runterkommst dann. Geh einfach zum Dings. Es gibt aber hier Dings. Ja, aber wir brauchen eigentlich weniger Iridium als eher. Die ist Erfahrung, damit ja. Ich dann Iridium machen kann. Ja, schon klar. Guck mal, ob das noch da ist. Ah, da ist noch eine Ebene runter. Ja, aber guck erst mal, ob es da was gibt, weil bei mir gibt's nichts. Okay. Und ich kann hier schon nach der Karte Dings gucken. Du kannst dann auf jeden Fall runter. Ist bestimmt voll uns zuzuhören, oder Suki? Mhm. Eben, Suki, das heißt ja gar nichts mehr. Hier gibt's auch nichts. Ja, aber ich hab hier schon die nächste Ebene. Okay. Was soll ich schon groß sagen? Ich angel und ihr macht da den coolen Stuff in der Höhle. Du kannst ja das nächste Mal mitkommen. Ich hab Angst vor der Höhle. Das kann ich kochen. Beim nächsten Mal nehmen wir dich mit in die Höhle. Ich hab nichts mehr zu essen, das heißt, also eh schon 20 Uhr gleich, also so viel machen wir heute nicht mehr. Ja, guck schon mal, ob hier noch was zu hauen gibt. Nur Kleinigkeiten hier, aber vielleicht finde ich noch eine Treppe oder so. Wenn ich jetzt 20.000 Iridiumschleime kriege. Du bist halt der Tank hier von uns. Ja, ich hab auch die Captain-Mütze auf. Ein echter Captain, steckt was weg. Das ist eine Crew. So, oh, das sieht gut aus. Warte mal, geh mal weg da. Geh mal weg da. Wo ist das Ding? Eine Bombe. Jetzt kommst du dir. Jetzt kommst du zu mir. Was auch immer. Okay. Und runter da. Ich geh da rechts hoch. Ich muss das Gold holen. Hast du einen Emerald? Ach, ist egal. Was? Ich hab bestimmt einen Emerald, oder? Ja. So, da oben ist eine Treppe gleich. Okay, ich gehe hier unten nur noch den Edelstein holen. Weil der Rest lohnt sich, glaube ich, nicht. Aber das gibt 16 Erfahrungspunkte. Der Amethyst. Wir kommen ganz schön weit runter. Ja. Aber diese Ebene hier ist kacke. Gibt's hier irgendwas Wertvolles? Geister. Weißbrot. Okay, ich sollte mich nicht nochmal treffen lassen. Aber theoretisch, wenn man so einen Run nochmal macht, dann. Vielleicht an einem Tag ein bisschen mehr Glück ist. Ja, dann sollte das für mich Level 9 sein. Ich habe 2 Iridium-Erze. Wie viel hast du? 1, aber 6 Omnigionen. Ja, Omnigionen. Ah, da können auch Iridium-Erze rauskommen, ne? Ja, dann sogar mehr als 1. Ja. Und coole andere Sachen können auch rauskommen. Cool Stuff. Ist auch gut für den Kreislauf, ne? Vom Winter in die Wüste. Ja. Und zurück. Später ist übrigens, wenn es um rein Geld geht, sind die Geoden mehr wert direkt zu verkaufen, als sie aufbrechen zu lassen. Außer die Omnigeoden, die kann man nämlich nicht aufbrechen. Nicht verkaufen. Die bringen kein Geld. Aber man kann sie schon verkaufen, das bringt kein Geld. Habe ich hier was für? Monster Loot hat ein bisschen mehr. Nee, da kann ich nicht. Edelsteine habe ich einen Haufen. Smaragde, Topase, Erdkristalle, Amethyst. So,
Da bekommt eine Key-Kiste. Wir haben so viele Steine, wir könnten uns tatsächlich ein paar Ebenen auch runtersteinen. Aber das ist mir jetzt auch gerade zu teuer. Ich weiß so warum. Da hinten, nee, wo ist denn das drin? Ach, da ist es mit drin. So, die Dinger kommen da mit rein. Wie viele Omnigionen habe ich? 4. Ist auch schon in Ordnung. Was? Greetings, Vardak. Have you found my secret in the dark tunnel? I look forward to meeting you, Key. Ja, die haben wir schon. So. Wir ziehen die Folge zum Glück überhaupt nicht in Länge. Nee, ich weiß gar nicht, was du meinst. Hat irgendjemand damit ein Problem? Soll das mir sagen. Direkt. Von Angesicht zu Angesicht. Ja. Siehst du? Keiner hat was gesagt. Alle sind zufrieden damit. Ich hab ja gesagt. Das ist nicht von Angesicht zu Angesicht. Oh, ich hab dich nicht angeguckt. Oh, Suki schläft schon. Da muss ich drüber mitgehen. Alle, ja. Alle Öfen. Mit Gold. Wir haben wieder mal Gold. Gold, yeah. Gold. Wie sieht dein Level aus? Dein Farming-Level? Immer noch 8,5 oder so, ne? Mein Mining? Oh, das ist ziemlich gut. Kurz vor 9. Ja. Es ist kurz vor 9. So, und damit würde ich sagen, mit diesem wunderschönen... haben ihr viel Geld rangebracht? Das meiste war Suki, ne? Ja, naja. Bei anderen? Die Strange Doll, die einfach 1000 gebracht hat. Okay, ja. Aber die Fische ist ja auch gut, ne? Dann würde ich sagen, Leute, war es das nämlich auch schon für heute. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch schon in den Frühling starten. Na Mensch. Bis dahin und ciao. Ciao. Tschüss.